Ich begrüße euch sehr herzlich zu einem kleinen Video. Ich werde mich jetzt hier mal auf meine Studio-Couch setzen. Der Lockdown, der Soft-Lockdown nervt diebisch. Aber ich habe ganz tolle Neuigkeiten, und zwar das Stichwort Polygel. Polygel-Firmen in Europa haben alle einen Nachteil: ziemlich wenige Farben. Und hier drin habe ich jetzt von einer Firma, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm habt, Polygele. Und zwar in diesem und in dem drunter. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß! Ja, mittlerweile ist es bestimmt jetzt eine halbe Stunde her und ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll, denn ich bin ein kleines bisschen überfordert. Ich dachte, ich krieg ein Päckchen mit einem Polyacryl-Set und habe jetzt 1, 2, 3, 4 Polyacryl-Sets. Ich habe mir verkniffen, auf der Seite anzuschauen, um was es genau geht, weil ich bin mega hibbelig, super aufgeregt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich euch das zeigen soll. Ich mache das heute mal echt total spontan. Ich war auch schon neugierig und habe mir diesen Galaxy Stick ausgepackt. Diese Produkte kommen alle von der Firma Macart aus Amerika. Ich habe diese Sachen zur Verfügung gestellt bekommen, bedanke mich sehr herzlich für diese Chance, diese Produkte zeigen zu dürfen, denn das habe ich in der Form nirgends gesehen bis jetzt. Nirgends. Und das sagt schon einiges, denn ich mache jetzt Nägel seit über 30 Jahren. Und das ist, ja, wir wollen alle gute Produkte. Wir wollen möglichst viele Farben, viel Farbauswahl. Wir wollen aber auch schöne Sets, die toll zusammengestellt sind, die vielleicht farbig auch noch toll in den Boxen eingepackt sind. Und wir wollen auch Transportsicherung. Was das alles kostet, blende ich euch dann auch immer ein. Jetzt geht es erstmal um das erste Schätzle, einen Galaxy Stick. Da war noch Zellophan rum. Dann habe ich das Zellophan weggemacht und wollte hier am Rand das aufmachen und da war dann noch so ein Sicherheitskleber. Dann habe ich den aufgemacht und hole das Schätzle raus, weil ich mir dachte, naja gut, es ist halt Silber oder Gold oder, ja komm raus, will nicht mehr. Und dann habe ich hier einen Holo Rainbow Chrome Stick. Ich bin wirklich sprachlos, denn ich liebe Holo. Ich kenne ganz, ganz viele von euch, die Holo-Fans sind wie ich. Wie der rauskommt, das werden wir später noch im Anschluss zusammen auf einem Tipp machen. Denn ich habe mir jetzt gerade meine Hände eingecremt, kurze Nägel, ein bisschen Shellac drauf, nichts Außergewöhnliches. Dieser Stift war nochmal eingeschweißt. Also Transportsicherung, damit diese Verpackungen, diese Inhalte gut bei euch ankommen, ist echt garantiert. Und das zu einem, jetzt kommt es, sehr günstigen Preis. Was dieser Galaxy Stick kostet, blende ich euch jetzt ein. Mit dazu haben sie mir geschickt Tipps. Nail Pump Ups Long Stiletto. Original noch zu, also packen wir das miteinander aus. Oh, okay, das dreht man so auf. Your Nail Lab in a Box. Okay,
Ein Nagellabor in der Box, hört sich gut an. Klar, es ist wieder Plastik involviert, ist schon okay, aber dafür ist auch diese Verpackung absolut makellos. Jetzt muss ich gucken, wie man das am besten, ob man das nur rausschiebt. Oder nö. Oder nö. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Aufgeregt. Okay. Ich sehe einen Kleber. Ja, okay, das jetzt ohne Plastik-Sichtfenster, das finde ich eine coole Sache. Pump-ups. Okay. Mit Nagelkleber. Finde ich ja mal eine geile Idee. Auch hier waren so ein Verschweißkleber. Ich bin ein bisschen brutaler hier. Oh, geil. Da ist eine Mini-Feile drin in der Gridstärke 100 und 180. Wie süß ist das denn? Also das finde ich ja echt mega. Gut, auch ein bisschen scharf. Also entschärfen sollte man vielleicht auch. Aber hey, eine Tippbox, die mit einem Nagelkleber und einer Feile kommt. Also mega, mega genial. Jetzt möchte ich mal gucken, was das genau. Ah, okay. Ach, das ist ja mal raffiniert. Eine Mandelform, also mit Stiletto. Ja, das ist für die Leute, die gerne diese Nägel komplett, muss ich den nehmen, komplett aufkleben wollen oder eben auch mit Material füllen wollen und aufsetzen. Die hat eine schöne Form. Schaut euch das mal an. Extra mal den roten Hintergrund. Die Form ist schön. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass die sogenannte, Entschuldigung, meine Kamera spinnt, Klebefläche schon anmattiert ist. Die ist tatsächlich rau. Das ist geil. Das heißt, ich muss diesen Tipp nicht noch aufwendig anfräsen, um Material reinzufüllen und das Ganze als Press-on zu verarbeiten. Für meine Modellhand zum Beispiel. Denn auf meine Nägel kommen keine Press-ons. Aber das finde ich schon mal richtig cool mitgedacht. Auch das habe ich vorher noch nirgends gesehen. Man kann die Dinger natürlich auch wie normaler Tipp ansetzen. Dann ist es allerdings so, dass es nach vorne ein bisschen runterhängt. Also ich finde es eine coole Idee, keine Frage. Ja, sprachlos mit Kleber und einer Feile. Wow. Und die Tippbox ist auch eine richtig gute Tippbox. Stabil. Wow, bin wirklich ein kleines bisschen perplex, dass ich jetzt sogar auch eine komplette Tippbox dazu habe. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, um diese Dinger. Und ich bin shaky, ich bin ein bisschen nervös. Hier habe ich Elba Rouge. Das kommt zum Schluss, das ist so regenbogenmäßig. Ich möchte mit dem kleinsten anfangen. Das kleinste heißt Gel Nail Polish Set. Ganz unscheinbar. Das ist ein schöner Karton. Auch hier hinten. Okay. Also es ist hochwertig verarbeitet. Gar nicht so viel Plastik, wie ich dachte. Ich möchte hier nichts kaputt machen, deswegen bin ich sehr vorsichtig. Also ich bin mega aufgeregt und mache jetzt einfach dieses Video komplett ungeschnitten, weil ich möchte, dass ihr das merkt, wie aufgeregt ich bin. Das ist Schaum, ein Schaumstoff. Okay. Was ist das?
Ja klar, was ist das? Das ist Gelack. Okay. Das ist eine Überraschung. Gelack ist da mit dabei. Und sogar ein süß, ein Anleitungsheft mit Bebilderung. Kriege sogar Fröschel in den Hals. Wow. Also für die Leute, die halt nicht wissen, wie man Nägel macht, finde ich das. Ist das gelb? Ich habe das manchmal so. Okay, Vanille. Wow. Wow, und das ist gar nicht so flüssig. Geil. Das heißt, ich muss das gleich ausprobieren. Das deckt in einer Schicht, wie geil. Boah. Gut, klar, ich habe es jetzt nur draufgekleckst. So wäre es streifig, weil ich schon zu viel drauf gemacht habe. Aber hier ist der Farbklecks auf der Flasche und es kommt so raus. Ich labere euch eh jetzt heute zu. Wow. Eine ganze Packung mit Gellacken. Brauche ich jetzt einfach mal einen trockenen Pad. Ich möchte einfach noch meine Pflegeprodukte ein bisschen einwirken lassen. Ach, du liebe Güte. Ziemlich schwer. Nail Extension Gel Rainbow Color. Was ist da wohl alles drin? Gucken wir uns das doch mal an. Okay. Plastik. Wow, und große Tuben. Ach du Scheiße. Oh. Leute, ich bin gerade ein bisschen, ja genau, schmeißt gleich alles raus. Ein bisschen verdattert. Guckt euch das an. Ich sag vorhin noch, na, das sind kleine Dinger drin. Okay. Ich bin aufgeregt. Es hat so ein paar Formen drin. Und es hat diese Dual-Tipps drin. Auch ein ganzes Päckchen Dual-Tipps. Und eine Feile. Also das passt, das ist anscheinend in jedem Set drin. 120 und 240 Grit. Okay. Ja, ich habe sie rausgeschmissen. Ich habe sie jetzt rausgeschmissen. Da sind noch viel mehr Sachen drin. Scheiße. Dunkelblau. Lila. Ein Pinsel Spatel. Spatelpinsel. Cool. Ah, okay, der passt nur auf einer Seite richtig. Das ist auch interessant. Genial. Ja, ich bin komplett neben der Spur, aber ich habe den Karton leer. Ein Basecoat und ein Topcoat. Leute, wenn das jetzt nicht geil ist, in einem kompletten Set, das euch auch wieder einblenden werde, was es kostet. Eine Feile zum Vorbereiten der Nägel. Einen Basecoat. Einen Topcoat für danach. Und
so viele. Das sind 7. 30 Gramm Tuben. 7 Stück im Regenbogenlook. Ja. Mir schwant, dass das Video ein kleines bisschen länger wird. Gut. Ich bin super neugierig. Ich würde jetzt am liebsten schon eine aufmachen. Ich mache das jetzt auch. Ich mache nochmal eine gelbe auf. Ich will einfach wissen, wie ist gelbes Polyacrylgel? Die Tube macht auch einen sehr guten, stabilen Eindruck. Wow. Und sogar mit Versiegelung. Mit Schnäuzle. Das muss auch... Ach du Scheiße. Aufkriegt. Ich habe noch nie so eine Pigmentierung beim Polyacrylgel gesehen. Ja, ich lasse es wieder reinschlupfen. Denn das Video dauert jetzt schon viel zu lange. Aber ich wollte halt einfach mal was Ungeschnittenes und meine Reaktion euch zeige. Und ich bin wirklich total verdattert. Das ist das richtige Wort. Ich bin verdattert. Weil mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, okay, die schickt mir hier so ein paar Kleinigkeiten. Dass das aber, gehst du jetzt rein, dass das aber so viel ist, damit habe ich wirklich nie im Leben gerechnet. Ja, ich finde es mega toll, wie man sich so Mühe geben kann. Also man kann das auch alles wieder so ordentlich reinmachen, dass alles zusammen ist. Der Pinsel. Diese Dinge will ich jetzt auch unbedingt mal aufmachen, aber ich möchte sie nicht alle in der Hand halten. Okay. Nehmen wir auch mal einen großen. Das sind gewölbte, ne? Ja. Ja, das sind halt diese Geiernägel, aber schaut euch das mal an. Die sind total leicht. Die, die ich da habe, die sind nicht biegbar. Also das ist schon mal wow. Ob ich die jemals verwende? Die sind halt schon, die gehen schon ziemlich runter. Also so Geiernägel mag ich ja nicht. Aber zum Ausprobieren. Und ich finde halt echt cool, dass die viel weicher sind als die anderen. Guckt euch das an, das ist ganz anders. Der war da oben drin. Ja, packe ich das jetzt wieder mal rein und auch die Förmchen. Ja, mache ich dann irgendwann zusammen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt nicht wegpacke, dann komme ich nie zu den anderen. Und ich muss heute noch ein bisschen was tun. So, das kommt jetzt mal zur Seite. Ich habe keinen Platz mehr. So, das nächste heißt Macart Temperature Change Extension Nail Gel Kit. Okay, Temperaturwechsel Polyacrylgel. Ja, sprachlose Moni. Man sieht mich nicht oft sprachlos, weil ich doch ziemlich vieles kenne. Und auch hier wieder, es ist alles versiegelt. Also man macht sich doch große Gedanken um die Produkte. So.
Genau, das ist jetzt die Größe, mit der ich gerechnet habe. Nichts mehr drin. Gut, nichts mehr drin. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt, dass da unten drunter auch noch was steckt. Ha, schaut mal, auch wieder hier eine Feile. 100 und 180 Grit. Das ist richtig geil, dass man so mitdenkt. Und schon wieder Poppets. Eine ganze Packung Poppets im Päckle drin. Und, was ja nicht fehlen darf, klar, wieder so ein Spatel-Pinsel-Ding in einem. Wow. Sonst muss man es immer dazu kaufen. Und hier ist es wirklich in jedem Set integriert, so wie es aussieht. Auch hier wieder ein Booklet mit Bebilderung. Es ist zwar auf Englisch, aber es hat immer Fotos mit dabei, dass wirklich jeder Schritt erklärt wird. Toll. Das macht echt Spaß. Dann ist das wieder, ja, wieder ein Base Coat. Kommst du? Ich habe zu kurze Fingernägel. Und wieder ein Top Coat. Also das ist wirklich genial. Egal welches Set ihr euch holt, es ist immer was dabei. Das hier dürfte Slip Solution sein. Ja, ist es auch. Das ist ja süß, so eine kleine Flasche Slip Solution. Und das sind jetzt die Tubengrößen, die ich auf der Seite gesehen habe. Das sind jetzt die Tubengrößen, die ich gedacht habe, dass sie überall dabei sind. Das sind 15 Milliliter. Das reicht vollkommen aus, denn wie oft braucht man gelbes Polyacrylgel? Auch da möchte ich gern gucken, wie gelb ist dieses Gelb. Cool. Auch diese kleine ist original mit Schnäbele. Sogar mit einer Mini-Lasche versehen, dass man es wirklich auch mit kurzen Nägeln rauskriegt. Okay, es macht auch mal Blob. Ah, das ist jetzt ein Milky, so wie es aussieht. Ach, stimmt, das war ja das Temperaturwechsel. Oh, ist das gemein. Na gut, dann darf es wieder rein. Muss warten, bis wir soweit sind. Das ist ja fies. Wird es dann von Milky extrem gelb oder? Naja, ich lasse mich am besten überraschen. Und da sind auch 6 Farben drin. Also, ich bin jetzt gespannt, was hier drin ist. Das wollte ich eigentlich ganz am Anfang aufmachen. Und dann dachte ich mir, nee, ich warte jetzt wirklich mal ab. Ich will nicht alles gleich im Voraus auspacken, sondern euch zeige. Okay. Ich werde das Ganze da wieder eintüten. So. Und das war hinten drin, in dem Hohlraum. Das finde ich echt mal raffiniert. Echt mitgedacht. Alles, was man braucht, in einem Set. Super Geschenkidee. Und auch hier extra nochmal in einem Pinselcase mit drin. Also da muss ich echt sagen, und das zu diesen günstigen Preisen, wow. Wenn ich jetzt nur die Produkte gesehen hätte, hätte ich damit gerechnet, dass das mega teuer ist. Naja, das Letzte, mit dem ich wegen der Verpackung schon geliebäugelt habe, nennt sich Eau Rouge Color Nail Extension Gel Kit. 12 Farben. Auch hier wieder mit diesem Verschlusskleber. Wie gesagt, ich möchte es nicht kaputt reißen, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger beim Öffnen. Okay, da ist unten auch noch was drin. Das ist raffiniert gemacht. Komm raus.
Na, will nicht. Scheiße, wie geil. Ach du heilige Kanone. Entschuldigung für den Ausdruck mit dem Sch. Eber Rouge. Guckt euch mal die Verpackung an. Ja, dieses Video dauert schon, ist egal. Eine feine, ich weiß nicht mit was von der Grit, da steht es jetzt nicht drauf, aber im Endeffekt werde ich, glaube ich, diese Feile gar nicht benutzen zum Feilen, weil die finde ich so geil. Regenbogen in Pastell. Schande. Sogar der Spatelpinsel. Ja, das ist Acrylgel, wie es mir wirklich richtig Spaß machen wird mit zum Arbeiten. Wow. Leute, das ist doch der Oberkracher. Auch hier wieder, richtig rum natürlich. Ganz süß. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5. Finde ich mega toll. Also die Leute, die jetzt kein Polyacrylgel können und möchten sich das ausprobieren, kaufen sich so ein Set und haben sogar eine bebilderte Anleitung. Wow. Ja, die Flaschen kann eigentlich nur bedeuten, die Flaschen kann eigentlich nur, ich kriege das nicht einmal raus, meine Nägel sind zu kurz. Eine viereckige Flasche. Also rechteckig. Das ist wohl der Hammer. Das ist Space Code in so einer Flasche. Oh, ich möchte jede Flasche so haben. Leute, das ist doch der Oberkracher. Das sind jetzt nur ein paar Sets von den Produkten, die Marquardt verkauft. Top Coat. Mega. Und vor allem, das ist so weich. Also, wenn das nicht hochwertig ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Farbtuben. Das ist... Ich bin... Ja. Moni stottert. Juhu. Moni stottert. Ey, das ist doch der Obergau. Ich möchte jetzt mal irgendwas, was wir sonst noch nicht aufgehabt haben. Dann gehen wir mal an was Dunkles. Ich muss das jetzt mal hinter der Kamera angucken. Okay. Da ist also jetzt so wie so ein Farbkleber drauf, in dem Farbton, der da drin sein soll. Oh, das ist echt toll. Und ich sage euch wirklich, 15 Milliliter pro Farbe reicht wirklich, wenn man dafür so ein Schlaraffenland bekommt. Und auch hier wieder mit diesem Mini-Pups. Das ist wirklich kurznagelfreundlich. Oh, scheiße, ist das geil. Ich brauche einen Tipp. Und zwar jetzt. Nicht in 5 Jahren, sondern jetzt. Und zum Glück habe ich immer irgendwo sowas rumliegen. Denn ich will das jetzt wissen. Jetzt will ich das wissen. Oh, scheiße, das ist geil. Das ist komplett farbig. Das ist super hoch pigmentiert. Ich habe das extra jetzt nur mal hier so drauf gekleckst. Sprachlos. Ja, gut. Ich werde das Ganze hier jetzt erstmal sauber abputzen, weil so mache ich es nicht zu. Da gibt es übrigens auch noch einen Trick, wie ihr möglichst wenig Luft einschließt. Das zeige ich euch dann noch. Ich werde jetzt hier alles wegräumen und
Ihr müsst halt noch ein bisschen Geduld haben, aber ich werde euch jede Farbe auf einem Tipp verarbeiten, weil ich werde euch jede Farbe verarbeiten auf einem Tipp. Denn ich möchte nicht nur zeigen, wie günstig, wie vielfältig und wie wunderhübsch diese Produkte von Makart sind, sondern was mich natürlich noch mehr interessiert. Ja, es gibt was, was mich noch mehr interessiert. Das ist natürlich die Verarbeitung. Wie ist die Konsistenz? Ist es einfach zu verarbeiten oder ist es problematisch? Und das kann ich nur, wenn ich das ausprobiere. Scheiße, da ist noch was drunter. Ach Leute. Dual Forms, nochmal ein komplettes Päckle. Ich bin, also wirklich, heute bin ich zum Wegschmeißen. Das ist nochmal eine komplette Dual Form Box. Wow, also Dual Forms brauche ich jetzt, ich glaube, so in Zukunft nie wieder, denn es ist überall versteckelt hier unten drin ein Päckchen Dual Forms versteckt. Thank you for shopping with us. Auch sehr gerne. Ich habe ja nicht geshoppt. Ich muss wirklich sagen, ich bin super, mega happy, zufrieden. Ich bin sehr verwirrt, sehr verdattert, dass es solche Produkte wirklich auf dem Markt zu kaufen gibt, zu unschlagbaren Preisen. Und die Firma Makart hat mir, ohne dass ich gefragt habe, für euch einen 15% Gutschein an die Hand gegeben. Wie immer unten in der Infobox findet ihr diesen Gutscheincode. Und zwar ganz egal, ob ihr einmal einkauft, ob ihr einen Artikel für 5,95 € einkauft oder ob ihr mehrmals einkauft, ihr könnt diesen Code immer verwenden. Das finde ich ein riesen Angebot. Ich war wirklich komplett baff und ich werde jetzt im Anschluss noch den ein oder anderen Nagel zaubern, bis das große Video kommt mit der Verarbeitung. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, mich mal so komplett neben der Spur zu sehen. Es ist für mich mal was ganz anderes. Ich wollte eigentlich ein gesittetes Produktvorstellungsvideo machen. Tut mir leid, das war halt mal nix, aber ich denke, euch wäre es genauso gegangen. Gut, dann lasse ich euch jetzt ein bisschen in Ruhe. Werde euch nachher noch in dieses Video rein ein paar Produktaufträge mit einfügen und wünsche euch wie immer ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Über eure Kommentare würde ich mich riesig freuen. Macht's gut, bleibt gesund.